Mit der Wut im Bauch ist die Austria nach Wiener Neustadt gekommen. Viele Spieler waren mit der Leistung beim 2:2 gegen Horn nicht zufrieden. Man wollte etwas gut machen in Wiener Neustadt, aber es begann mit einem Schock. In der 4. Minute macht Albert Prader das 1:0 für die Hausherren. Doch die Austria zeigt Moral und wieder gelingt Daniel Steinwender der Ausgleich. Diesmal steht er in der Startelf und erzielt noch vor der Pause das 1:1. Den Ball erkämpft, abgezogen, das Netz zappelt. Die Austria will mehr. In der 72. Minute Foulspiel an Benedikt Bichler im Strafraum. Klare Sache, 11 Meter und den verwandelt Okan Aydin bombensicher. Der zweite Saisontreffer für die Neuerwerbung der Austria. Und in der Schlussphase machen die Violetten den Sack zu. Sandro Zaccani mit der schönen Vorarbeit für Florian Jaritz und er schiebt den Ball ins kurze Eck. 3:1 gewinnt die Austria bei Wiener Neustadt, steht damit auf Platz 10 in der Tabelle und ist seit 9 Runden unbesiegt. Und die Fortsetzung folgt heute, hoffentlich.